Die Zahl der Vermögensmillionäre hat sich in der Amtszeit von Angela Merkel nahezu verdreifacht. Und natürlich wird eine der zentralen Fragen in der Wahlauseinandersetzung sein, wer zahlt die Corona-Krise? Wir wollen endlich die Superreichen in die Verantwortung nehmen. Wir stellen die Verteilungsfrage. Es geht nicht um kleine Korrekturen, es geht um einen Richtungswechsel. Wir wollen die Prämissen der Politik grundsätzlich verändern, und zwar im Interesse der übergroßen Mehrheit. Soziale Garantien und Solidarität statt Konkurrenz, Frieden statt Aufrüstung und Konfrontation, Klimagerechtigkeit statt grünem Kapitalismus. Ja, einige nennen das radikal. Wir nennen das Gerechtigkeit.